So, jetzt werden wir mal unsere Zuschauer aus den Modellbauträumen wieder rausreißen. Und dieser kurze Einblick auf der Schauanlage hier bei Rocco, und da verrate ich eigentlich auch schon, wo ich bin. Nein, ich müsste sagen Modelleisenbahn GmbH. Was für eine Anlage ist das, Reinhard Reindl? Zunächst möchte ich mal sagen, wir sind auf dem Stand von Rocco Fleischmann. Diese beiden Namen sind ja viel bekannter als Modelleisenbahn GmbH. Die Anlage hier zeigt unsere Höllentalbahnanlage, die wir extra für diese Messe erbauen haben lassen. Grund für den Aufbau war die Überlegung, wir wollen die 85er, unsere Neukonstruktion von heuer, auf einem repräsentativen Anlagenstück auch präsentieren können. Jetzt bin ich ja fast beruhigt. Ich dachte schon, das habt ihr wegen mir gemacht. Nein, eine Wunde. Sicherlich, nur wegen Ihnen. So, gehen wir mal in die Neuheiten rein. Bei Rocco, ihr bietet eine BR85 an. Ja, das ist ja unser ganz besonderer Stolz für dieses Jahr, dass wir endlich die Baureihe 85, eine Dampflokomotive, die wir schon längere Zeit angekündigt haben, ausliefern können. Das Modell ist jetzt als Vorserienmuster auf der Anlage und am Stand in mehreren Exemplaren zu sehen. Und muss ganz ehrlich sagen, wir sind selbst positiv überrascht, wie schön wir das Modell umsetzen haben können. Als besonderes Highlight wird es ja dieses Fahrzeug ja auch mit dynamischem Dampf geben, wie man auch in diversen Filmen schon sehen hat können, qualmt es ordentlich aus dem Schornstein heraus. Und der zusätzliche Schmankerl haben wir jetzt ganz als wirkliche Neuheit in dieser Baureihe. Wir bauen erstmals einen MFX-kompatiblen Decoder für die Wechselstromfreunde ein. Na, da werden Sie sich aber freuen, denke ich mal. Ja, ich hoffe es. Natürlich kommt ihr auch an dem Klassiker der Vectron, der Baureihe 193, auch nicht vorbei. Der Vectron ist ja ein typisches Kontrastprogramm zu einer Dampflokomotive. Wir können nicht umhin, diese zwischenzeitlich schon sehr wichtige Neukonstruktion auf deutschen Bahnen auch im Modell zu verwirklichen. Und wir werden da einige Varianten in diesem Jahr ausliefern. Im Herbst, denken wir, wird es soweit sein. Wir sind stolz, auch dieses Modell heuer unseren Kunden präsentieren zu können. Dann kommt das nächste Kontrastprogramm gleich hinterher. Gehen wir mal zur ÖBB und zur RH5042, den Dieseltriebwagen. Wir hatten ja oder haben ja schon ein recht umfangreiches Elektrolokomotivenprogramm für Österreich. Und wir wollten einmal unseren Kunden ganz was Besonderes bieten, mal einen Aha-Effekt liefern. Und so ist uns der 5042 eingefallen, ein typisches Nebenbahnfahrzeug, das auf großen und auch kleinen Anlagen Platz finden kann und mit ein paar technischen Highlights aufwarten kann. So hoffen wir doch, unsere Kunden überzeugen zu können. Denke ich schon. Und die Überzeugung wird auch bei dem Dieseltriebzug 6284 sicherlich nicht enden. Ja, so wollen wir es hoffen. Unser Modell basiert ja auf unserem 628.2, den wir komplett überarbeiten und auch modifizieren und anpassen, sodass wir es in 628.4 liefern werden können. Abgesehen davon wird das Modell ja auch dem heutigen Modellbaustandard dann entsprechend ausgerüstet werden mit Innenbeleuchtung, LED, Sound etc. Dann wollen wir natürlich noch einen Güterwagen vorstellen, besser gesagt einen Kesselwagen. Ich schmeiße jetzt mal mit dem Fachbegriff um mich, ZASS. ZASS, ja, die Insider werden natürlich sofort wissen, was es ist. Es handelt sich um einen Knickkesselwagen, um eine Knickkesselwagenkonstruktion, die während der 80er Jahre an die Deutsche Reichsbahn in großen Stückzahlen geliefert worden ist und die auch noch heute auf verschiedenen Eisenbahnstrecken im Block und Ganzzügen im Einsatz ist. Und wir müssen ja unser Güterwagenprogramm modernisieren mit neuen Fahrzeugen, also neu in Formen. Und da ist uns zunächst einmal dieser ZASS eingefallen. So, jetzt kommen wir zu einer kleinen Neuigkeit. Wir haben Zuschauer befragt, beziehungsweise die durften uns Fragen stellen, bevor wir hier zur Messe nach Nürnberg gereist sind. Darf er ja schon mal die Hersteller direkt hier am Draht haben. Bist du bereit für die Beantwortung der Fragen? Ja, selbstverständlich. Gut, fangen wir mit Rocco an. Es gibt sicherlich auch Fragenüberschneidungen, muss ich auch sagen, liebe Zuschauer, weil die haben wir dann zusammengefasst. Aber eine wichtige Frage erstmal zu Rocco. Wann wird die Baureihe 85 geliefert, fragt Josef Dirschel aus Moosbach. Baureihe 85 wird im Sommer diesen Jahres geliefert werden. Anvisiert ist Juni, Juli 2017. Gut, dann wird sich der Herr Dirschel sehr freuen.
Martin Priebs aus Hamburg fragt, wird es weiter tschechische, slowakische Modelle geben in H0? Selbstverständlich. Also das tschechische und slowakische Programm ist ein Fixpunkt in unseren Neuheitenprogrammen. Wenn der Herr die aktuellen Neuheitenprospekte sieht, wird er einige Fahrzeuge sehen und das werden wir weiterhin fortsetzen. Also kurz und knapp, wird es geben, wird sich Herr Martin Priebs freuen. Dann gibt es drei Fragen zum gleichen Thema. Das beinhaltet das Rocco-Lein-Gleis. Frage war, wird es mit dem im Rahmen einer Aktion aufgelegten Rocco-Lein-Gleis mit Bettung weitergehen? Ich frage mich, ob es für mich als Kunde Sinn macht, in dieses Gleissystem zu investieren. Immerhin sieht es so aus, als würde es nur für eine kurze Zeit angeboten werden. Was sagen Sie dazu? Ja, kurze Zeit anbieten. Die erste Überlegung war ja die, wir wollten das Gleissystem wieder einmal anbieten, haben aber schwer abschätzen können, wie wird der Erfolg sein. Daher diese zeitliche Bindung mit Aktion. Unter anderem auch auf dieser Messe stellen wir allerdings fest, dass diese Resonanz der Ankündigung so enorm ist, dass uns eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als das Gleis auch zukünftig ins Programm aufzunehmen. Da gibt es eine weitere Frage von einem Herrn Kitzberger aus Wien. Na schau an, wird es von ÖBB 5042 auch den Museumstriebwagen 5042.14 geben? Grundsätzlich jeder, der Rocco Fleischmann kennt, der weiß, dass wir, wenn wir mal eine Neukonstruktion auf die Beine gestellt haben, alle möglichen Varianten im Modell umsetzen werden. Der Kunde soll sich überraschen lassen. Ich nehme an, die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage wird es wahrscheinlich die gleiche Antwort gerade geben. Haben mehrere Leute gefragt, müssen wir auch mal dazu sagen, hat Rocco vor, den ICE4 mal rauszubringen? Der ICE4 ist ja jetzt ein ganz modernes Fahrzeug der Deutschen Bahn AG. Er steht bei uns in unserem Ideenpool ganz oben. Wann wir ihn realisieren werden, ist noch offen, aber wir denken fast minütlich dran und träumen schon davon. Na, dann werden sich die Fans aber freuen. Letzte Frage zu Rocco hätte ich noch anzubieten. Wird es eine Neuauflage des Wittenberger Kopfes geben? Dieser ist so gesucht wie nie, meint Philipp Möller aus München. Der Wittenberger Kopf ist derzeit nur schwer produzierbar. Wir müssen hier Formen überarbeiten, aber selbstverständlich werden wir den Wittenberger Kopf zukünftig auch einmal wieder auflegen. Also auch einen positiven Bescheid. Jetzt noch ein paar Fragen zu Fleischmann. Auch hier gibt es ein paar Zusammenfassungen zur Baureihe 24 zum Beispiel, wird gefragt. Herr Beckmann aus Berlin zum Beispiel meint, wird es die BR24 in Hannover auch in deutscher Reichsbahnausführung der Epoche 4 erscheinen und die Preußische S6 auch in DRG-Ausführung der Epoche 2? Selbstverständlich. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen zu dem, was ich vorher zu dem 5042 gesagt habe. Auch hier werden wir natürlich die gewünschten Varianten demnächst im Programm präsentieren können. Dann noch eine Frage von Michael Escher aus Jülich. Gibt es eine 215 auch in Rot, Epoche 4? Der werte Kunde und auch viele andere, die dieses Modell wünschen, sollen sich überraschen lassen. Im einen der nächsten Programme wird dieses Modell zu finden sein. Diese und ähnliche Fragen gab es ja noch viel, viel mehr. Auch der ICE4, der geplant war. Moment mal, ich habe jetzt noch eine Frage, glaube ich. Noch eine letzte Frage habe ich noch. Wird es noch noch weitere Varianten der BR225 nach der angekündigten in OB Epoche 5 geben? Zum Beispiel eine zweite in Verkehrsrot für Dotra? Fragt André Müller aus Wedel. Hier gilt auch schon das Gesagte. Sicherlich werden wir auch an solche Versionen und Ausführungen denken. Damit höre ich auf, Sie zu löchern, lieber Reinhard Reindl. Vielen Dank für die Geduld, uns die Fragen auch zu beantworten. Und es gilt auch für Sie, liebe Zuschauer, wir konnten leider Gottes auch nur aufgrund der Zeit auch nur einen kleinen Teil dieser Fragen beantworten. Ich bitte darum auch um Verständnis. Die wichtigsten haben wir uns rausgezogen. Alle weiteren Neuheiten finden Sie selbstverständlich auf den Webseiten von Rocco und natürlich auch beim Modellbahnshop Lippe, wo Sie die ganzen Schätzchen auch bestellen dürfen. Lieber Reinhard Reindl, vielen Dank für das nette, kurze, knackige Gespräch und ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich freue mich auch auf das nächste Jahr.
hoffe, dass wir mit unseren Neuheiten unsere Kunden erfreuen können und wünsche Ihnen auch Ihnen alles Gute und freue mich ebenfalls auf nächstes Jahr.